Was hast du für mich? Hör mir zu, Junge. Die Molukken versorgen uns nicht nur mit Fleisch. Sie sammeln alles, was unsere Männer gebrauchen können. Und das wäre? Was zu futtern. Aber auch wertvolle Idole und Opfergaben. Gold, das sie aus dem Fluss holen. Und diese Dinge bringen wir dann in den Tempel der Erde. Tempel der Erde? Ja, dort warten Captain Crow und Chaka Baki auf die Lieferung. Jim bringt die Sachen rüber. Vorher werfe ich allerdings noch einen Blick darauf. Und zweigst dir einen Teil ab. Du hast verstanden, wie es läuft. Ihr beutet die Molukken aus. Natürlich tun wir das. Was ist los mit dir? Hast du ein weiches Herz? Oder... du hast dich verliebt, stimmt's? Die jungen Dinger haben's dir angetan, was? Wenn du bei uns mitmachen willst, solltest du deine Gefühle ganz schnell begraben. Wofür brauchst du mich? Die Weiber sehen zwar lecker aus, sind aber viel zu langsam. Schon seit Tagen haben wir nicht mal einen Krümel Gold gesehen. Jemand müsste ihnen mal in ihre hübschen Hintern treten. Hintern treten ist meine Spezialität. Pass aber auf. Wenn du die Frauen schlägst, machen die Tonkas mächtig Bambule. Also, ich sehe das so. Mir egal, wie du es machst. Hauptsache, du bringst mir die Sachen. Dann erzähle ich dem Captain, was du für ein tüchtiger Junge bist und wir sehen weiter. Ich denke drüber nach. Denken? Du sollst handeln. Mach den Weibern Feuer unterm Hintern, dann werden sie schon mit dem Gold rausrücken. Ich kümmere mich um die Lieferung an Crow. Sehr schön. Also erstens gehst du zu den Sammlerinnen draußen. Sie sammeln Gold, Früchte, Pflanzen und so ein essbares Zeug. Anschließend gehst du zu Kapua und holst ein Idol ab, das sie für mich herstellen soll. Wo finde ich die Sammlerinnen? Geh zu Natsumi, Yusuki und Lin unten am Fluss. Du gehst hinaus aus dem Dorf, vorbei an der Wache Masaru und dann gleich nach Norden. Folge dem Fluss aufwärts. Sie sammeln ihren Kram in der Nähe des Ufers. Okay. Also die drei Namen, die er vorhin hatte, hatten mehr so einen japanischen Touch irgendwie. Kapua? Wer ist das? Kapua? Wer ist das? Kapua ist eine Hexe des Voodoo. Sie hat ihre Hütte direkt neben dem Voodoo-Altar. Alles klar. Nette Ausbeute. Sehr schön. Ausrauben kann man ihn auch nochmal. Gut, wir haben ordentlich mit ihm geredet. Capo! Ono Hamila Gucho! Ach, was? Ich bin Tonka Nakutu. Bakir wählt mich über die Shaganumbi zu wachen. Du kommst von Crow? Vom Tempel der Erde? Dann bist du ein Freund. Ich komme, um zu handeln. Ich komme, um zu handeln. Ah, du bist Pirat, kein Blaurock. Solange du uns Gold und keinen Krieg bringst, bist du willkommen. Das hört sich gut an. Wie viele Krieger sind beim Tempel der Erde? Wie viele Krieger sind beim Tempel der Erde? Du gehörst zum Stamm von Crow. Dann wirst du es herausfinden. Doch eins sage ich. Geh nicht zum Tempel der Erde. Die Tonka-Ra sind da draußen. Sie werden nicht zögern, gegen dich zu kämpfen. Greifen sie jeden an oder nur mich? Wenn Jim die Lieferung bringt, werden sie ihn durchlassen. Dich werden sie töten. Was muss ich über euer Dorf wissen? Ach, Mann, es fällt so schwer. Was muss ich über euer Dorf wissen? Der Tempel der Ahnen ist tabu. Nur die Kiki und Chaka Bakir dürfen ihn betreten. Wenn du kämpfen willst, warte, bis ein Tonka gegen dich antritt. Prügeln gehört hier wohl zum Alltag, hm? Tonka kennen keine Schmerzen. Wenn du das lernen willst, dann kann ich es dir zeigen. Du kannst mit den Frauen reden und handeln, aber mehr nicht. Sonst spürst du unsere Speere. Zeig mir ein paar Tricks. Was willst du? Okay. Härte 2. Ich will Schnittverletzung besser wegstecken. Zeig mir, wie ich Schnittverwunden noch besser wegstecke. Okay, das ist aber auf Härte ausgerichtet. Wie viel Härte haben wir? 3. Was ist mit dir, Kollege? Du hast auch einen Namen. Oha, Pirat. Ich bin Radapiri, Tonka der Shaganumbi. Du bist viel unterwegs? Das kann man so sagen.
Und? Siehst du Bruder Tahana auf deinen Wegen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Wird er vermisst? Chani, Tochter des Bakir, gib Tahana eine Aufgabe. Er ist lange unterwegs. Ich halte die Augen offen. Ich hoffe, er findet den Weg zurück ins Dorf. Hast du Ausrüstung für die Jagd? Hast du Ausrüstung für die Jagd? Ono Ulele, Pirat. Sie Kapua. Sie gibt dir, was du brauchst. Von ihr bekomme ich bestimmt keine Waffen. Ha! Ein Gucho bekommt von uns keine Waffen. Ach komm, ich bin so stark wie ein Tonka. Dann zeige es mir. Welches Biest hast du erlegt? Naja, so einige. Geh und kämpfe. Erlege eine gefährliche Bestie. Ich werde eine Bestie für dich töten. Ich werde eine Bestie für dich töten. Und ich werde warten. Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Ich würde an deiner Stelle dem Fluss hinauf folgen. In dem Fluss lauern böse Gefahren. Aber bereite dich gut vor. Sonst wirst du gefressen, Gucho. Wir werden sehen. Okay, eine... Ach, Mann! Oh, es fällt so schwer! Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Wer sind die Moleke? Unsere Frauen, die keine Kiki geworden sind. Sie sammeln und handeln. Wer ist Chaka Bakir? Bakir ist unser Häuptling. Und weil das so ist, nennen wir ihn Chaka Bakir. Wer ist Chaka Bakir? Bakir ist unser Häuptling. Und weil das so ist, nennen wir ihn Chaka Bakir. Was ist der Tempel der Erde? Dieser Tempel befindet sich weit im Süden. Crow und viele unserer Krieger sind dort. Was ist der Tempel der Ahnen? Das ist unser Tempel im hinteren Teil des Dorfes. Doch nur ein Chaganumbi ist würdig, den Tempel zu betreten. Wer sind die Tonka? Das sind die Krieger der Chaganumbi. Wer sind die Kiki? Hexen des Voodoo. Du erkennst sie an ihrer auffälligen Kleidung. Wer sind die Tufas? Unsere Jungen. Sie sind Jäger, bis sie eines Tages die Ehre erhalten, ein Tonka zu werden. Gut, ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Gut, dann haben wir den erstmal auch ordentlich ausgefragt. Und es stehen sogar Betten hier rum, das ist ganz gut. Dann kann ich mich nämlich ein bisschen erholen. So. Weiter geht's. Niemand sieht mich, schalala. Ja. Aha. Okay, das ging einfacher als ich dachte. Speer. Warzenschweinfell und Zähne. Und es hat keiner gesehen. So. Hikoko. Ono Palava, sag nichts, Pirat. Ich sehe, deine Zukunft ist dunkel. Oje. Viele Gefahren warten auf dich. Blut und Tod. Na toll. Fürchte dich nicht. Ich habe, was du brauchst. Nimm das Tieramulett. Es ist von den Ahnen. Trag es, dann bringt es dir Glück. Ich kauf's einfach mal. Glück kann ich gebrauchen. Du hast gut gewählt, Pirat. Der Rattenschwanz bringt dir Glück. Ratte? Du gibst mir ein Amulett aus Rattenschwänzen? Verschmähe es nicht, weil die Ratte klein ist. Rattenamulett erhalten. Kannst du mir Voodoo beibringen? Kannst du mir Voodoo beibringen? Nein. Kapua hat verboten, dass Guchos Voodoo lernen.
Nur wenn Kapua einverstanden ist, kann ich dir was beibringen. Aha, okay, sie ist also eine Lehrerin für Voodoo. Hast du noch andere Amulette? Nein, Gucho. Für Ulele G und sie Kapua. Ich lerne noch. Kapua besitzt großes Wissen über Amulette. Verschmähe es nicht. Ich glaube, es riecht sogar nach Ratte. Das heißt aber nicht, dass es schlecht ist. Dann gucken wir doch mal. Rattenamulett, kugelsicher. Ich habe es von Hikoko. Vielleicht hat es noch einen Nutzen. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ich habe echt das Gefühl, dass das noch einen Nutzen für uns haben wird. Nee, ich kann die hier nicht töten. Dann errege ich die Aufmerksamkeit der Dorfbewohner. Das geht nicht. Das ist Kapua. Oha, Gucho. Du kommst zu den Kiki der Shaganumbi. Wurdest du nicht gewarnt? Gewarnt? Wovor? Vor uns. Wir sind die Hexen des Voodoo. Alter Schwede, hat die eine verrauchte Stimme. Und? Willst du mich jetzt verzaubern? Und? Willst du mich jetzt verzaubern? Beug dich ein wenig vor. Lass mich in deine Seele blicken. Hey, das ist nicht lustig. Hikoko, ach Mann, es ist so schwer. Hikoko orakelte irgendwas von Blut und Tod. Sie ist eine Kiki, doch ist sie noch jung. Lass mich es versuchen. Gut, gib mir ein Orakel. Du, Tiva Umbara, du bist gezeichnet. Dein Auge. Die Tivas haben dich berührt. Du kannst das sehen? Nicht mit meinen Augen. Die Gabe der Ahnen lässt es mich spüren. Kitiva Tivamba Mara. Mara wird erscheinen. Und ihr folgen die Wesen der Tiefe. Einem bin ich schon begegnet. Bleib wachsam. Es sind nicht nur die Toten, die mit ihr kämpfen. Auch unter den Lebenden hat sie Verbündete. Ich kann auf mich aufpassen. Und muss die schützen, die dir nahe sind. Ei. Slick wartet auf das Idol für Crow. Chi, es ist fast fertig. Aber das Wichtigste fehlt. Das Herz. Und jetzt? Soll ich mir meins rausreißen? Herz und Geist eines Idols und jeder Puppe ist Jade. Jade ist ein magischer Stein. Hikoko weiß, wo unbehandelte Jade zu finden ist. Bitte, begleite und beschütze sie auf diesem Weg. Und wenn ich dir so einen Jadestein geben kann? Oh no, Pirat. Es muss unbehandelte Jade sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tawonga, Pirat. Und seid vorsichtig. Wie kannst du mir helfen? Es sind Wesen aus der Tiefe des Meeres. Doch werden sie über das Land gehen, wenn sie dich töten können. Das sind ja gute Aussichten. Der Fluch wurde mit Voodoo gewirkt. Voodoo wird dich auch davor schützen. Ich braue machtvolle Tränke. Benutze sie für den Kampf gegen die Versunkenen. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Dann gucken wir mal, was sie hat. Blutdorn. Der Dorn einer unbekannten Pflanze. Es tropft Blut herab, okay. Die Kiki tragen das Amulett. Hexenamulett. Stammeszeichen. Jade-Ring. Mhm. Ja, Jade ist denen sehr wichtig. Das hat man schon gemerkt. Da ist die Flasche der Gedanken. Die, von der hatten wir jetzt gehört, von der Flasche der Gedanken. Das ist die Flasche, die, wenn sie geöffnet wird, das Unheil über die Lebenden bringt. Davon hatten wir ein Buch gelesen. Psst. 60, verdammt. Zu gut. Zu gut für mich. Johnny. Hi, ich bin... Capo Ono Bambule Gucho. Tja, wahrscheinlich hast du recht. Ich bin nur ein weiterer Gucho. Aber vielleicht sagst du mir, wer du bist. Chani, Tochter von Shaka Bakir, Kiki der Shaganumbi. Da kann ich nicht mithalten.
Ich bin Pirat. Ist nicht zu übersehen. Was ist mit deinem Auge passiert?